Irgendwo im Mensch sitzt der Spieltrieb. Und hier im Altkreis Lübbecke sitzt die Firma, die ihn zu kitzeln weiß. Die Gauselmann-Gruppe. Ein Familienunternehmen. Spielautomaten, Sportwetten, Spielbanken. Ein Milliardengeschäft. Glück ist ein allgemeines Wissen. Ich persönlich bin mehr für Zufälle. Und Glück hat man dann, wenn man die Zufälle richtig ausnutzt. Und wenn man es richtig ausnutzt und alles zusammenpasst, dann kann man sagen, man hat Glück gehabt. Wenn man den Krieg erlebt hat und die Nachkriegszeit, alles war unkomplett. Es war nichts mehr heile. Ich habe improvisiert und gelernt, wie man überlebt. Ich glaube, wenn man das einmal dann macht, und man will erst mal überleben, und zwar gut überleben, dann prägt einen das, wenn man dann später die Chancen hat, dass man weiterkommen kann und nutzt dann jede Chance, dann kann ein Fremder sagen, der hat Glück gehabt. Ich behaupte, ich habe einfach alle Chancen gut genutzt und bin dann dorthin gekommen, wo ich heute bin. Mit dem Know-how und der Kreativität unserer hervorragenden Mitarbeiter hier am Standort Lübbecke ist es uns über viele Jahre und Jahrzehnte gelungen, attraktive Spiele zu entwickeln, die unsere Spielgäste begeistern. Basis der Spiele ist immer das Zufallsprinzip. Allerdings gibt es weltweit schon kulturelle Unterschiede. Also man muss schon die Spielsysteme jeweils für den Zielmarkt anpassen. Das Zweite ist, es gibt unterschiedliche Spielermentalitäten. Es gibt Märkte und Spieler, wo der Unterhaltungscharakter stark im Vordergrund steht. Dort sind die Spiele zum Beispiel gekennzeichnet. Viele Gewinne, aber klein. Andere Märkte ist es so, in anderen Märkten so, da ist das Gewinnen wichtiger, also nimmt die Trefferrate ab, aber die Gewinnhöhe steigt. Um dem gerecht zu werden, und das muss man echt sagen, ist unsere Erfahrung, das schaffen wir nicht alleine hier aus Lübbecke, aus Ostwestfalen, haben wir weltweit Entwicklungsteams aufgebaut. Das geht von Australien über Indien, mehrere europäische Länder bis hin zu Las Vegas. Deren Aufgabe ist es, in dem jeweiligen Markt die Mentalität zu ergründen, auch Trends zu erkennen, dann zielgerichtet für diese Märkte Spielsysteme zu entwickeln. Also ganz wichtig für uns war die Einführung der Bildschirmtechnologie. Das ist einmal von der visuellen Seite viel ansprechender für den Spielgast. Allerdings ermöglicht Bildschirmtechnologie, und das erschließt sich nicht sofort, auch ganz andere Spielsysteme von der mathematischen Seite her. Das ist eine wichtige Sache. Das Zweite sind Bedienkonzepte, Smartphones, Wischtechnik. Solche Dinge berücksichtigen wir auch bei unseren Automaten. Allerdings gibt es auch Dinge, die sind fast wie in Stein gemeißelt. Das sind zum Teil mechanische Tasten, weil die eine sehr schnelle Reaktion ermöglichen. Also, wir schauen, was passiert, welche Trends sind da, probieren es auch aus, aber wir machen nie irgendwelche Gimmicks in unsere Automaten, wenn sie nicht einen unmittelbaren Nutzen für den Spielgast haben. Dass ich hier das Schloss habe, ist tatsächlich reiner Zufall. Als das große, tolle Gebäude hier sah, habe ich gesagt, warum muss dieses Gebäude einfach verfallen? Und ich bin heute glücklich, mir tut kein Euro leid, obwohl das mehr als das Zehnfache gekostet hat, was ich mir am Anfang vorgestellt habe. Es ist einfach ein tolles Highlight für die ganze Region hier. Und jeder von meinen Mitarbeitern, der hier geschult wird und hier auch wohnt, der ist so glücklich. Ich weiß auch nicht, das wirkt scheinbar, solche Gemäuer wirken auf Menschen gut. Es gibt einen Riesenstrauß an unterschiedlichen Schulungen, die hier angeboten werden. Konkret jetzt auf meinen Bereich fokussiert sind es Schulungen, die sich mit den Themen Prävention beschäftigen, also mit Jugend- und Spielerschutz. Das heißt, alle Mitarbeiter, die bei uns einsteigen, bekommen direkt zu Beginn eine Einstiegsschulung, um diesen Spagat letztendlich auch gewährleisten zu können. Auf der einen Seite Unterhaltung anzubieten, aber auf der anderen Seite eben auch dieser Verantwortung nachzukommen, dass jeder einzelne Mitarbeiter weiß, wie er sich zu verhalten hat, welche Aufgaben er in diesem Bereich hat. Was ganz wichtig ist, was wir immer wieder ganz intensiv schulen, sind halt das Erkennen von Beobachtungsmerkmalen. Also das ist ja auch das, was die Suchtwissenschaft immer so vorgibt, dass es unterschiedliche Verhaltensmuster gibt, an denen man erkennen kann, ob jemand möglicherweise ein Problem mit dem Spielen hat. Aber machen wir uns nichts vor, das ist mit die größte Herausforderung in den Spielstätten, eben auf diese Menschen zuzugehen, diese Menschen zu erkennen und den vernünftigen Dialog einzutreten. Als Beispiel möchte ich vielleicht das Spielen im Internet, das Online-Gambling nennen. Das wird unser Geschäftsmodell, so wie es bisher 40, 50 Jahre oder noch länger vorhanden war, schon stark verändern. Es wird das landbasierte Spiel nicht ersetzen, überhaupt nicht, das sehe ich so, sondern es ist eine Ergänzung, eine zusätzliche Sache. Spielen ist etwas, was zur Natur des Menschen gehört. Wir lernen spielend.
Wir machen irgendetwas spielend. Das ist ganz tief in uns drin. Und der Zufall, so wie es bei unserem Kernprodukt eine Rolle spielt, ist auch wichtig, weil der Zufall bestimmt viele Dinge bei uns im Leben. Wir denken vielleicht oft, wir leben ganz rational und durchplant unser Leben. Wenn man mal ins Detail geht, ist es der Zufall, der unser Leben bestimmt. Das ist so. Und das ist ein ganz wesentliches Element, die Essenz eines Spiels. Die Mathematik in Verbindung mit dem Zufall. Ich kenne ja und bin sehr stark in England eingestiegen. In England ist ja der Fortschritt schon wesentlich voraus. Das heißt, dass das Spiel, wie es heute angeboten wird in Deutschland, in England halb noch an der Erde ist und die andere Hälfte im Internet. Und wenn man sowas sieht, und wir mischen ja dort ziemlich stark mit einer sehr guten Firma in England, dann weiß man, wenn in Deutschland die Politiker endlich dahin kommen, was sein muss, dass man als Deutschland in ganz Europa nicht außen vor stehen kann, dann darf man nicht die illegalen Spiele dauernd akzeptieren. Man muss selber etwas tun, dass legale Spiele reinkommen. Und dann werden wir mit unseren Spielen, wir haben heute einen hohen Prozentsatz mit unseren Spielen in Deutschland, wenn wir auch im Internet unser Geschäft machen, da bin ich ganz sicher.